ganz ehrlich, ich habe meine Probleme mit Ostern. Wenigstens immer dann, wenn ich lese oder höre, Ostern siegt das Leben über den Tod. Diese Aussage ist ja nicht falsch, aber was bedeutet sie denn? Und wem hilft diese Aussage? Meiner Freundin, die gerade mit ihrem erst 43 Jahre alten Ehemann beerdigen musste? Dem Kollegen-Ehepaar, das um sein totgeborenes Kind trauert? Dem Menschen in unserer Gemeinde, der seit seiner Corona-Erkrankung im letzten Jahr jeden Tag mit dem Leben kämpft? Hilft diese Aussage auch nur einem Menschen, der mit dem Leben ringt oder gerade um einen verstorbenen Menschen trauert? Triumph? Sieg? Mir ist das zu platt. Wo ist denn Gott angesichts des Leids in dieser Pandemie? Mir ist ein anderes Ostern näher. Ein Ostern der leisen Töne. Ein Ostern, das mich darauf aufmerksam macht, dass Gott eben nicht laut, lärmend und triumphal daherkommt. Ein Ostern, das mich lehrt, dass Gott weder ein Wunschautomat noch ein Feuerlöscher ist. So nach dem Motto, oben 5 Euro reinschmeißen und unten kommt dann mein Wunsch fertig heraus. Oder der jeden Brand einfach löscht, ich muss ihn nur rufen. Mein österlicher Gott ist ein anderer. Einer, der selber durch ein tiefes Tal gegangen ist, auf den ich mich verlassen kann, wenn Traurigkeit und Verzweiflung kommen. Gott ist für mich einer, der mich mit liebevollem Blick anschaut und sagt, du, ich meine dich. Ja, Ostern ist ein Anlass zur Freude, aber eben einer Freude, die das Leid nicht ausklammert. Ostern ist für mich sogar die einzige Hoffnung auf dieser Welt voller Leid. Ich gebe zu, mein Glaube an Ostern ist etwas brüchig und wackelig. Er kommt nicht fröhlich pfeifend und mit geschwellter Brust daher. Aber dieser Glaube hat mich immer wieder getragen, in meinem ganzen Leben. Und dieser Glaube fängt an mit Erinnerungen an das Abendgebet meines Vaters mit uns Kindern. Er geht über Diskussionen im Konfirmandenunterricht zur Sinnhaftigkeit des Glaubens, über eigene Glaubens- und Lebenskrisen, in denen ich mich dann doch immer wieder gehalten gefühlt habe von Menschen und von Gott, dem ich mich dann ganz oft nahe gefühlt habe. Aber es gibt eben auch diese anderen Erfahrungen, die Erfahrungen der Verlassenheit von Menschen und von Gott. Gerettet haben mich dann immer wieder die Erinnerungen an diese Zeiten des Getragenseins, meine kleinen Ostergeschichten. Also noch einmal Ostern. Ja, ein Ja zum Leben, ganz sicher ein Grund zur Freude, weil mir die lebensbejahende Liebe Gottes zu uns Menschen an diesen Tagen ganz besonders deutlich wird. Eine Liebe, die das Leid nicht ausklammert oder einfach vom Tisch wischt. In einem modernen Kirchenlied heißt es, Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. Ich wünsche uns allen gesegnete, frohe Ostern.